Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Driver 2, heute mit dem Sightseeing in Rio. Und ja, das sind die Autos, die wir hier in Rio dazu bekommen haben. Polizeiwagen, Bus, ja, so ein Pickup, ein Feuerwehrauto, eine Stretch Limo. Ist die Frage, mit was ich fahre. Vielleicht mal mit dem Polizeiauto. Die anderen Autos finde ich jetzt nicht so, der Burner. Feuerwehrwagen, finde ich, sieht in Chicago auch schöner aus. So, ja, was möchte ich euch alles zeigen? Ich würde sagen, wir, also die meisten Sachen sind jetzt wirklich relativ nah hier am Rand der Karte. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal hier entlang. Ich habe übrigens Unbesiegbarkeit eingeschaltet. Warum, werde ich euch nachher zeigen. Es gibt nämlich hier einen versteckten Strand in Rio. Da möchte ich jetzt als erstes mal hinfahren. Und ja, wenn wir übers Wasser fahren, dann würde der Wagen ja kaputt gehen. Also, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass der Wagen, weil das nicht allzu weit ist, der es vielleicht überleben würde, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich bin da auch schon lange nicht mehr gewesen, deswegen fahren wir jetzt einfach mal hin. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo der jetzt war. Das war jetzt richtig knapp. So, gut. Aber wir müssen uns jetzt, ums Kaputtgehen ja auch keine Sorgen machen. Wir haben ja jetzt ein Polizeiauto am Start. Ein unbesiegbares Polizeiauto. So, okay, da kommt einer von vorne. Aber das zieht mich jetzt nicht weiter. Das Einzige, was halt nicht passieren darf, ist genau das, nämlich dass ich mich auf die Seite oder aufs Dach lege. Jetzt haben sie das auch noch hingekriegt. Also WTF. Ja, ich wäre sehr. Solche blöd Fotzen geworden, ernsthaft. Gut, da hatte ich jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass ich das dennoch geschafft habe, hier zu überleben. So, und also wenn ich mich nicht irre, müsste dieser versteckte Strand jetzt hier weiter nördlich sein oder östlich oder whatever you say, bitch. So, zack. Ja, die komische Polizeisperre, da können wir jetzt auch mal durchbrettern. Da können wir ein bisschen Destruction Derby machen. Das geht mir jetzt aber doch ein bisschen auf die Nerven, dass der mich so von hinten anschwult, der Polizeiwagen. Aber gut, da kann man nichts machen. So, genau. Also es müsste jetzt eigentlich hier rechts der nächste sein und dann müsste irgendwann der Strand sichtbar werden und dann kann man da rechts lang fahren. Also wie gesagt, ich bin da schon elendig lang nicht mehr gewesen, bestimmt schon seit ein paar Jahren, deswegen weiß ich nicht mehr genau, ob das jetzt so stimmt, wie ich euch das erzähle. Genau, da ist es. Hier ist noch ein Strandabschnitt. Und die Polizei scheint anscheinend auch irgendwie ja, Amphibienfahrzeuge zu haben, weil die Polizei im Wasser nicht kaputt geht. Also irgendwie, die scheinen auch gegen Wasser immun zu sein. Gut, das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist die Kirche hier in Rio de Janeiro. Müssen wir erstmal da hinkommen. Was aber nicht so ganz einfach ist, weil die Polizei mich dort nicht hinlassen möchte, habe ich so das Gefühl. Ja, gib mir doch nicht auf die Nerven. Vielleicht sollte ich einfach doch den Wagen wechseln, weil ja, mit dem vielen Verbrechen ist es natürlich
sind die Polizisten natürlich doch immer recht brutal. Und dann ist die Gefahr, dass wir irgendwann doch mal wieder auf der Seite oder auf dem Dach landen, doch ja relativ hoch. So, jetzt fahren wir hier einfach mal ein bisschen diesen Weg entlang und dann gegen den nächsten Baum. Aber der Polizist hat sich jetzt auch zu Schrott gefahren, von daher alles nicht so ganz tragisch. Das ist hier irgendwo eine Polizeisperre, wo auch immer. So, hier ist gleich irgendwo ein Hotel. Ah ne, das kommt hier. Hier ist so eine Aussichtsplattform. Man auch hochfahren und genau hier ist jetzt gleich das Hotel rechts von uns. Kann man dann auch ins Swimmingpool ja sozusagen reinfahren mit dem Auto. Nimmt er jetzt auch keinen Schaden. So, ja, jetzt sind hier leider überall Polizisten am Start. Ich glaube, ich nehme über diese Route hier. Weil der andere würde vorne kommen und das ist dann immer unangenehmer. So, gut. Polizeisperre. Hier bin ich aber sehr nice umfahren. Okay, genau. Hier ist dann jetzt rechts die Kirche. Nehmen wir mal ein bisschen Abstand, dass wir uns die Kirche angucken können. Okay, ist das überhaupt die Kirche? Das ist was anderes, oder? Weiß ich selber nicht mehr genau, wo das jetzt war. Oder ist das gar keine... habe ich früher immer nur gedacht, das sei eine Kirche. Ist es aber nicht... Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist noch so ein Gebäude, was auch noch irgendwie so extra eingezeichnet ist auf der Karte. Das scheint dann ja immer etwas wichtigere Gebäude zu sein. Ne, hier genau, hier ist eine Kirche. Und damit können wir ja nochmal bei diesem einen kleinen Bahnhof vorbeifahren. Und dann würde ich sagen, als nächstes nach dem Bahnhof dann noch, dass wir hier durchkommen. WTF. Danach können wir uns dann um das, um den versteckten Wagen, um den geheimen Wagen kümmern. Der ist nämlich auch hier ganz im Norden, am Wasser sozusagen. Das war jetzt ein Fail. Gut, aber wie gesagt, wir können ja jetzt auch nicht kaputt gehen. Es dürfen wir nicht auf der Seite oder auf dem Dach landen. Ich wäre sehr glücklich, wenn du, blöder Wichser, mich mal fahren lassen würdest. Ich habe nämlich keine Lust, von dir immer angeschoben zu werden. Das nervt fürchterlich. So, ja, und dann geht es jetzt, hier rechts ist jetzt gleich irgendwo dieser kleine Bahnhof. Das ist übrigens auch wieder etwas, wo man ja, hinter die Mauer gelangen kann. Da seht ihr schon so eine kleine Zugstrecke, so kleine Gleise. Du mich auch mal. Überall müssen die Bullen sich in Sachen einmischen, die sie nichts angehen. Das, was anderes machen die nicht. So, was jetzt natürlich auch dumm wäre, wäre, wenn die mich volle Kanne hinter das hinter die Mauer schieben würden. Weil dann, obwohl, na doch, dann könnten wir vielleicht doch noch zurückkommen mit dem Trick. So, ja, hier, habt ihr gesehen, da war so ein alter Bahnhof, sieht aus wie so ein alter Güterbahnhof oder sowas. Also das ist kein richtiger Personenbahnhof. Man sieht aus wie ein alter Güterbahnhof. Ja, und du musst auch noch abbiegen, oder was? Ja, mein Gott, geh doch mal weg. Blöd, Mann. So, ja.
ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den richtigen Punkt finden. Weil jetzt ist auch wieder so ein Schließmechanismus da, den müssen wir jetzt erstmal suchen. Da bin ich mir jetzt nämlich nicht mehr sicher, wo der jetzt genau sein soll. Okay. Also Polizei, ich kann euch nur sagen, ihr seid so richtig heißblütig. Wenn ihr etwas weniger heißblütig sein würdet, dann hättet ihr vielleicht auch mal größere Chancen zu überleben. Gut, der hat sich jetzt auch schnell zu Schrott gefahren. Dann können wir jetzt mal gucken. Irgendwo hier müsste es, glaube ich, sein. Oh nee. Hier etwas schlecht gefahren. Ah, da ist er schon. Es kommt noch einer. Mein Gott, wie viele wollt ihr denn noch schicken? Festgefahren, der Bulle. Der ist ja wohl kein bisschen dumm, oder? Jetzt mach dich doch endlich mal kaputt. Das ist ja fürchterlich. So, dankeschön. So, und da hinten hatte ich ja schon den Schließmechanismus gesehen. Das heißt, wir können den jetzt betätigen und dann holen wir uns schnell einen Wagen, um zu dem geheimen Wagen hinzukommen. Weil da müssen wir jetzt ein Stück fahren. Genau, einen geheimen Wagen haben wir freigespielt. Nehmen wir uns mal hier den schwarzen Flitzer. Also diese träge Beschleunigung von den Autos, die gefällt mir echt überhaupt nicht. Das finde ich ganz schlimm an diesem Spiel. So, okay, also doch, so weit war es gar nicht. Hier befindet sich der geheime Wagen. Ja, ist einfach auch wieder ein LKW, ein etwas größerer LKW. Ja, ohne Anhänger. Gut, wo können wir denn sonst noch hin? Was ich euch sonst noch zeigen wollte, ist der Bergpass und die Rennstrecke. Die Pferderennbahn, die wir jetzt auch ja, freigeschaltet haben. Stimmt nicht auch mal, Rolle. Okay, also ich glaube, ich muss mir nachher einen neuen Wagen holen, weil mit dem ist es echt ganz schlimm zu fahren. Dann lass mich doch mal vorbei, Mensch. Ja, mein Gott, du Blödmann in deinem blöden, verfickten Auto. Geh doch mal zur Seite. Dieses fröhliches Rumgeschiebe am Start. Und ich sehe gerade, ich fahre auch in die falsche Richtung, aber ich glaube, das macht nichts. Wir können jetzt auch einfach die nächste rechts und dann wieder rechts fahren. Also wie gesagt, der Bergpass und die Pferderennbahn, das möchte ich euch heute noch zeigen. Und der Bulle geht mir echt gerade hart auf die Eier. Und der langsame Wagen geht mir noch mehr auf die Eier. Und der blöde Abbieger, der geht mir so richtig auf die Eier. Mein Gott. Ja, und ich werde ihn auch nicht so richtig los, den Polizisten. Das ist das Dumme. Okay, jetzt hier so auf gerade Strecke ist es jetzt nicht so ganz so tragisch, wenn der mich jetzt mal abbiegen lassen würde. Gut, also ich glaube, das hat keinen Sinn. Da müssen wir uns jetzt doch einen neuen Wagen holen. Der ist eindeutig zu langsam und das ist mir auch zu anstrengend, da die Polizei irgendwie immer abzuhängen. Beziehungsweise man kann die Polizei einfach nicht abhängen, weil weil man immer gleich von der Polizei wieder eingefangen wird. Da kann man auch nicht irgendwie schnell mal
Schlangenlinie durch den Gegenverkehr oder so machen. Der ist ja gleich wieder hinter einem dran und dann hat man keine Chance, irgendwie die Polizei mal loszuwerden. Und das muss nicht gerade sein. So, ja, jetzt müssen wir hier links hochfahren und jetzt kommen wir dann auf die Autobahn. Das ist die Autobahn, die wir in entgegengesetzter Richtung gefahren sind bei der Mission, wo wir den Polizeiwagen abgeben mussten. Und ja, da sind wir. Das ist gerade gar nicht. Ja, ich glaube, bei der Ausfahrt da gerade eben sind wir dann damals runtergefahren. Ja, genau. Das, die nächste Ausfahrt, das ist das. Da kommt man in dieses Gebiet, wo man ja mit dem Bus da die anderen Autos kaputt machen musste. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Favela oder sowas. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich ein Favela ist. Die haben sich jetzt relativ schnell gepreckt. Ja, und dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt einmal eine Tour um den Bergpass, beziehungsweise, ja genau, machen wir das so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir gerade, es wäre vielleicht klüger gewesen, wenn wir WTF. Das ist doch wohl jetzt echt nicht deren Ernst, oder? Solche blöden Hurengeburten. Okay, dann machen wir das anders. Dann werde ich jetzt einfach mal eine Runde. Dann werden wir jetzt einfach mal Gameplay und Secret und Mountain Pass. Dann werden wir jetzt einfach im Singleplayer da lang düsen. Und dann seht ihr jetzt so den Bergpass nochmal, den kompletten Bergpass. Und dann starte ich danach nochmal kurz einmal einzeln und fahre zur Pferderennbahn. Das ist dann auch nicht ganz so weit vom Startpunkt aus. Gut, upsala. Der Vorteil jetzt ist halt, dass kein Verkehr ist auf der Strecke. Ich bin jetzt auch gerade im Überlegen, ist das wirklich die Strecke? Das kommt mir jetzt ein bisschen anders vor. Ja, ihr mich auch mal, fürchterlich. Gut, aber ich kann ja eigentlich auch nicht kaputt gehen. Weiß gar nicht, was jetzt passieren würde, wenn ich mit dem Wagen ins schwarze Loch reinfahre. Weil eigentlich müsste man dann ja kaputt sein. Ich glaube, das ist auch so, dass man da kaputt geht, auch wenn man unbesiegbar ist. Oh, den habe ich überhaupt nicht gesehen, den Stein. Okay, also das mit dem Fahren hier, das müssen wir definitiv nochmal etwas üben. Also diejenigen, die diesen roten Flitzer da in dieser einen Mission da programmiert haben, die den vorgefahren haben, die, ja, sind echt verdammt gut gefahren. Das muss man echt mal neidlos anerkennen. Weil ich glaube, so schnell, ja, das kann ich vielleicht einmal in 1000 Fällen sein, wie die. So, also wir werden jetzt aber keine drei Runden, sondern eine Runde reicht ja vollkommen aus, wenn wir jetzt eine Runde hier mal lang fahren. Ihr seht auch schon, es ist durchaus eine etwas größere Strecke. Okay, das war jetzt dumm, dass ich dagegen gefahren bin. Wo ich ihn eigentlich gesehen habe, nein, nicht abstürzen, bitte nicht. Bitte nicht ins schwarze Loch. So, also wir kommen jetzt praktisch von der anderen Seite. Also das letzte Mal sind wir hier, von dort unten sind wir dann hier hochgekommen. Also bei dieser einen Mission, aber das hier in dem Bereich ist das doch alles etwas anders. Aufgebaut. Also in Wirklichkeit, in der Stadt sieht das etwas anders aus, dieses Gebiet hier. So, ja, 1.50.03, ziemlich scheiße Zeit. Ach, das heißt, wisst ihr was? Komm, wir mal gucken jetzt mal, ob wir die Zeit nicht noch irgendwie verbessern können. Müsste doch eigentlich machbar sein, wenn ich nicht überall gegenfahren würde. Ja, wie zum Beispiel da, bei diesen WTF-überhängenden Wänden. Das ist ja
ja ganz fürchterlich, wie ich hier fahre. Gut, also hier in dem Bereich ist es jetzt nicht ganz so dramatisch. Hier gibt es keine Steine und so. Also hier lässt sich es ganz gut fahren. Da unten kommen die nächsten Steine. Das heißt, da müssen wir wieder etwas vorsichtig sein. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht abstürzen. Das ist halt hier immer die Gefahr. Ich weiß noch, ich habe früher für meinen Vater hatte ich immer Missionen kreiert und hier bei Driver 2 und habe halt gesagt, so Zeitvorgabe, bis dann und dann musst du da hinfahren, irgendwie mit dem und dem Auto. Oder ich habe, wir haben dann Räuber und Gendarm gegeneinander gespielt und der musste mich dann fangen oder entkommen oder was weiß ich. Und die allerletzte Mission war, glaube ich, dass er mich hier auf dieser Bergpassstrecke schlagen musste. Und ich glaube, da hatte er auch ein paar Versuche für gebraucht. Oh nein, 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 nein. Halt dich, halt dich, halt dich. Halt dich an mir fest. Oh. Wenn dein Leben dich zerreißt, oder wie ging das nochmal? Scheiße. Das war jetzt wirklich unnötig, dass ich da nochmal gegengefahren bin. Okay, ich denke mal, eine neue Bestzeit werden wir wohl nicht hinkriegen, so wie ich jetzt zum Schluss gefahren bin. Das halte ich für ein Gerücht, dass das funktioniert. Ja, okay, also 1,57, wir haben uns eher noch um 7 Sekunden verschlechtert. Aber jetzt kommt eine perfekte Runde. Jetzt bin ich mal ruhig und versuche mich zu konzentrieren. Doch ganz gut aus bis jetzt. Ich glaube, ich sollte wirklich ruhig sein. So, aber das müsste doch jetzt eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn das keine neue Bestzeit wird. Ich denke mal so 1,40 könnte es vielleicht werden. Oh, 1,38, jo. Ich denke mal, geht natürlich wesentlich schneller. Ich schätze mal so 1,30 oder sowas. Wenn man perfekt fährt, ist wahrscheinlich durchaus drin, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, das noch weiter zu machen. Jetzt fahren wir noch mal kurz zu dem schönen Bergpass hin. Take a Ride, Rio. Können wir mal gucken. Vielleicht nehmen wir jetzt mal einen anderen Wagen. Nee, vielleicht nicht unbedingt den, sondern... Aber wir nehmen vielleicht mal hier diesen komischen, soliden Pickup. Muss ich immer an diesen Keks denken, der ist glaube ich auch Pickup, da irgendwie Keks mit einer Schokoladenfüllung oder irgendwie so ein Quatsch. Habe ich jetzt noch nie gegessen, aber habe ich schon öfters in der Werbung gesehen. Ich persönlich schwöre ja auf Leibniz Schokokeks. So, ja, wir müssen jetzt einfach
Ja, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir nicht andauernd gegen irgendwelche Autos fahren. Das ist das Erste. Und dann seht ihr ja, neben diesem See ist ja, ja praktisch so eine Strecke gezeichnet, wo keine Straße hinführt. Da ist die Pferderennbahn und da müssen wir jetzt hin. Und wir müssen auf die Straße, die links von diesem, ja, von dieser Strecke ist, weil da ist dann nämlich der Eingang und auch der Schließmechanismus, also der, womit wir das Tor zur Rennstrecke öffnen können. Das heißt, wir machen das anders. Wir öffnen nicht das Tor, sondern wir parken den Wagen jetzt einfach dann neben dem. Ach nee, das geht ja nicht. Dann habe ich ja kein Auto mehr. Scheiße. Och nö, war. Jetzt hat er mich wieder auf. Ja, komm, komm, komm. Danke. Oh. Ja, das war jetzt natürlich gerade wieder ein Fade. Nee, das geht ja nicht. Wir können da jetzt so nicht durchgehen, weil dann haben wir ja kein Auto, mit dem wir über die Strecke fahren können. Das heißt, jetzt müssen wir doch den komischen Schließmechanismus suchen, wo ich nicht genau weiß, wo der ist. Auf jeden Fall ist er da ganz in der Nähe vom Eingang. Und ich glaube auch auf der anderen Straßenseite, aber ja, nach einer genaueren Beschreibung frag mich lieber nicht. WTF, du bist ja wohl echt ein blöder Spast. Okay, ah, da ist die Polizeisperre. Gut, der andere ist jetzt irgendwo, weiß Gott wo, unterwegs und wir können uns dann ja jetzt gleich erstmal einen neuen Wagen holen. Spätestens wenn vor uns ein neuer auftaucht, nämlich jetzt. Ach komm, wir können dann ja den Polizeiwagen mal klauen. Da müssen wir jetzt aber erstmal warten, bis der andere hier vorbeigefahren ist. Dann haben wir jetzt auch mal einen Polizeiwagen im Spritztourmodus geklaut. So, ja. Und hier befindet sich das Tor zur Pferderennbahn. Jetzt müssen wir noch den, wie gesagt, den Schließmechanismus suchen. Ich glaube, der ist hier irgendwo. Aber ich hoffe es zumindest mal. Ich weiß es nämlich nicht genau. Ja, genau, hier ist er. Sehr schön. Das heißt, wir haben einen geheimen Bereich freigespielt und dann können wir da jetzt gleich mal loslegen mit unserem schicken Polizeiwagen. Der wird uns dann wahrscheinlich auch keine Polizei drin finden können. Aber da muss erstmal der Polizist da vorne verschwunden sein. Jetzt hält er da an. WTF. Okay, gut, ja, wenn er mich jetzt, okay, ein geheimes Spiel habe ich freigespielt. Wenn er mich jetzt fängt, ist mir das auch relativ egal. Müssen wir mal gucken. Okay, also da hinten ist der Startbereich. Das heißt, wir können jetzt mal loslegen. Leider gibt es hier keinen Timer im Spritzturmodus. So, und hier seht ihr jede Menge Pferdehindernisse, über die wir ja springen können oder auch nicht. Wieso das jetzt nicht geklappt hat, weiß ich nicht. War jetzt eher ein Fail. So, zack. Hier können wir einfach die komischen Dings kaputt fahren. Hier haben wir den Wassergraben gesprungen. So, ja. Okay, also über die Hindernisse kommt der Wagen natürlich nicht drüber. Also ich denke mal, da würde er dann wahrscheinlich disqualifiziert werden. Aber wir können hier immerhin langfahren. Hier ist noch so eine schöne Pferdestatue, die ist mir übrigens noch nie aufgefallen. WTF, sage ich dazu nur. Okay, das war jetzt ein Fail, aber zum Glück kriegen wir auf dem Wasser keinen Schaden. So, und da sind wir gleich einmal durchgefahren. Hier ist wieder der Zielbereich. Jetzt
können wir nochmal gucken. Da hinten gab es ja noch irgendwie eine Möglichkeit abzukürzen oder sowas. Genau hier gibt es noch einen anderen Weg. Irgendwie ist die Strecke falsch gezeichnet. Hier ist diese Pferdestatue. Seht ihr das? Also eigentlich müsste er jetzt da, wo die Strecke ist. Ja, und wo soll, was soll da, da hinten ist doch gar nichts mehr. Also irgendwie haben sie die Strecke falsch gezeichnet. Jetzt gleich auch noch irgendwo einen Weg abgehen. Genau hier lang. Oh. WTF. So. Ja, und dann hier ist auch nochmal auf der Seite eine Pferdestatue, sehe ich gerade. Und ja, was könnten wir denn jetzt zum krönenden Abschluss vielleicht nochmal machen? Das ist eine gute Frage. Berechtigte Frage. Erstmal fahren wir hier lang. Zack. Und dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir hier von der Rennstrecke runterkommen. Vielleicht können wir zum Abschluss ja, von Driver 2 sozusagen, von dem Sightseeing, nochmal zu dem Punkt hinfahren, wo ja auch die Mission geendet haben. Und zwar da bei dieser Waldhütte. Das ist von hier aus gesehen auch nicht allzu weit. Da hinten seht ihr schon die gesprungene Straße auf der Minimap. Nee, der hat mir jetzt nochmal schön einen mitgegeben. Da kann ich da vielleicht auch nochmal versuchen, hinter die Wand zu kommen. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, ich hatte das mal geschafft. So, du blöde Bazille. Ja, gut. Er hat sich jetzt mit seinem rücksichtslosen Fahren selbst gewreckt. Gut, mich konnte er natürlich auch nicht wrecken. Okay. Der wurde hier wohl irgendwie hingeschossen. So, genau. Also wir müssen jetzt die nächste Straße sozusagen links abbiegen. Hier auf der Straße ist auch kein Verkehr mehr. Das heißt, hier dürfte dann auch kein Polizist mehr kommen. Einzige, was passieren kann, ist, dass eine Straßensperre auf dem Weg ist. Glaube ich zumindest. So, ja, der ist auf der anderen Straße unterwegs. Der müsste dann eigentlich auch bald verschwunden sein. Genau, hier ist diese, ja, oder Waldhütte, irgendwie Pavillon oder sowas ist es. Keine Ahnung. Und, ich würde sagen, wir stellen uns jetzt mal hier hin und versuchen mal hinter die Wand zu kommen. Ich glaube, ich hatte das mal irgendwann geschafft gehabt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob mich die Polizei dann in dem Fall da drüber gerammt hatte oder ob ich das ja durch meinen Trick geschafft hatte. Sieht jetzt momentan nicht so aus, als ob das funktionieren würde, was ich sehr schade finde. Okay. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Ah ja, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt können wir ein bisschen weiter gehen. Ich glaube, genau, die Straße geht noch so weit, bis wie sie auch auf der Minimap eingezeichnet ist. Und dahinter ist schwarzes Loch. Und dann können wir uns jetzt sozusagen klassisch im schwarzen Loch ersaufen zum Ende des Let's Plays hin. Gut. Das funktioniert so nicht. Da muss der wahrscheinlich rückwärts reinlaufen. Gut, you droned. Das heißt, das ist jetzt beendet und damit ist auch das Driver 2 Let's Play offiziell beendet. Wir sehen uns dann wieder in knapp einer Woche, wenn es mit den anderen Let's Plays weitergeht und wenn ich dann auch mit
Midnight Club Free Dub Edition Remix loslege. Bis dahin, ciao, ciao.